Moin Moin und herzlich willkommen zu einer Runde Fall Guys. Die neue Season ist ja jetzt draußen und wir haben den Start verpasst, zumindest ich. Weil ich dumm bin. Nee, ich habe gerade noch Tipps für mein Biathlon-Tippspiel gemacht. Dazu kann ich eigentlich auch mal Videos machen. Das ist ja bestimmt lustig. Ja, das mache ich. Kann dich ja theoretisch Shorts zu machen. Naja, egal. Dö, 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 dö. Ja, ja. Wir kommen nicht vorne rein. Das hat dann die Startposition einfach nicht erlaubt. Aber es ist schon irgendwie bezeichnend, wie gut ich bin. Dass ich, was ist denn das? 20 Sekunden als letztes hinten start und dann wenn im 9. im Ziel bin, wie gesagt, dann auch die besten 20% abgesahnt. 42 sind übrig, das heißt 41 müssen noch rausfliegen. Oder bin ich in den 42 eingegriffen? Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich ja schon. Als nächstes folgt. Gibt es neue Spiele? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber schon. Irgendwas mit dem Kraken und so. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Modus nur war oder ob das auch so Spiele sind. Tundra Lauf ist nicht neu. Das ist ja schon ein bisschen älter. Ich weiß nicht, wann kam Eis. Mittelalter war aber, glaube ich, noch vor Eis, oder? Ich weiß es nicht, es war ja normal, ich glaube Mittelalter, Eis und dann dieses Neon-Party-Zeugs. Dann kam nochmal was, wo man neue Spiele, ich glaube, unabhängig von irgend... Doch, es gab es auch einen Zusammenhang, aber er stand da nicht so im Vordergrund, glaube ich. Da gab es irgendwas. Und jetzt... Unterlauf. Und es lädt nicht. Babe. Ich muss sagen, ich mache kaum mit was mit A und D. Es bietet sich mir irgendwie nicht an. Also ich spiele mit Tastatur. Ich glaube, mit Controller ist ein bisschen einfacher. Aber ich habe keinen. Also wie gesagt, ich steuere nur mit der Maus, wo ich nicht schauen und einfach nach vorne laufen. Da sind wir ganz gut drüber gekommen und hoffentlich können wir das. Ah, wie unnötig. A little bit lost, I think. Wow. So, jetzt noch die letzte Hürde nehmen. Das sollte all in all auch kein Problem sein. Danke! Du wertlos. Dann kommen wir halt so ins Ziel. Ja, gut, da war die Top-Platzierung dann nicht mehr drin. Ich suche ja gern nach Skins. Ich muss sagen, das Skin-Design von Fall Guys gefällt mir übelst gut. Wirklich. Besser als viele andere Spiele, die denselben Look haben. Natürlich muss man das immer so nach Look kategorisieren, weil sonst macht das ja keinen Sinn. Aber ich vergleiche mal, ich meine sowas wie, keine Ahnung. Kann es auch teilweise mit Fortnite vergleichen. Aber so, übelst krass, finde ich. Und auch die Random-Zusammenstellung. Allein bei der Random-Zusammenstellung. Du kannst zurück und es kommt immer was Cooles bei raus. So. Weiß nicht, wie zufällig das ist, ob es wirklich zufällig ist oder einfach ein vorprogrammierter Algorithmus. Dann ist ja nur die simulierte Zufälligkeit oder simuliertes Glücksspiel, aber das ist ein anderes Thema. Das simulierte Glücksspiel ist ja noch gefährlicher als normales Glücksspiel häufig. Aber ist trotzdem erlaubt. Das ist neu. Was ist denn eigentlich das Neue? Warum hat sich der Taschenrechner geöffnet? Das ist der neue... Ist ja auch irgendwie SpongeBob unter Wasser?
Frag mich nicht. Auf alle Fälle darf dann natürlich ein Reifenspiel nicht fehlen. Ich hab's nicht vermisst, sagen wir es so. Es gibt ja fast nur noch Reifenspiele. Nett. Ich glaube, wenn man so ein bisschen rumhüpft, ist man da all in all. Oh, so ein asoziales Kind. Wenn ich runterfalle, okay, spawne ich neu oben einfach wieder. Aber unten gibt es natürlich die fetten Punkte, ne? Schade. Oh, das ist ja richtig. Jo, einfach kurz zu Francesco Friedrich geworden. Oder auch nicht. Nein! Dieser Scheiß-Boost! Der hat mir die Punkte versaut. Komm, leck mich. So, was bekommen wir hier? Ich hoffe, den richtig geilen Loot. Na, lol. Lol. Bisschen Geschwindigkeit dann hoch hier. Aber es wird, glaube ich, sehr knapp. Wenn ich mir das so anschaue. Na, ja, scheiße, ey. Dann schön hier rumsliden. Ja, gehen wir einfach wieder hier rein. Ach komm, es wird richtig knapp. Aber, oh, ich glaube, ich war der Letzte. Ich glaube, ich war wirklich der Letzte, oder? Warum rede ich eigentlich mit euch? Fällt mir gerade auf. Naja, wenn ihr Luft atmet, abonniert den Kanal. Sonst müsst ihr ab jetzt Schwefeldioxid atmen und ich glaube, das will keiner. Doch, es gibt bestimmt Leute, die das wollen. Oh, schon letzte Runde. Außerirdische Kacheln. Ich glaube, da habe ich sogar einen Stream-Sieg gefeiert. Hier eine kurze Einblendung. Nein, das werde ich nicht machen, weil ich viel zu faul zu beschneiden bin. Beziehungsweise ich habe keine Zeit. Blöd gelaufen. Deswegen kriegt ihr Uncut-Videos. Freut euch. Ich würde viel lieber gerne Cut-Videos schneiden, aber ich habe einfach keine Zeit dafür. Also wirklich. Auch wenn ich nicht. Ich versuche ja täglich Videos rauszubringen. Auch wenn ich es nicht täglich. Ich habe einfach. Steht einfach Zeit dafür nicht. Weil, ihr müsst Folgendes verstehen. Ich sitze seitdem ich Videos mache, also jetzt seit circa einem Jahr, 2 Jahren, ich weiß gar nicht, sitze ich nicht mehr am Computer. Ich nehme es einfach nur auf. So ein Ding ist das halt. Würde ich jetzt dazu noch schneiden, säße ich mehr am Computer und dazu fehlt mir die Zeit. Oh, oh, oh. Oi, 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 oi. Drei sind schon rausgefallen. 12 ist auch relativ viel, oder? Den schneiden wir den Weg ab. Den schneiden wir den Weg ab. Ist er tot? Mit den eigenen Waffen geschlagen. Ich habe nicht hingeachtet. Ich habe mich umgeschaut. Aber wenigstens ist der eine jetzt tot. Ja, ich glaube. Ja. Ja, er ist tot. Ich habe mich umgeschaut. Ich habe mich umgeschaut, ob ich ihn sehe. Also, ob er gestorben ist. Und dann, batsch. Man kann sehen, wie es immer auch schlechter wird. Beste 20, beste 50. Und nur noch so qualifiziert und rausgefallen. Aber das Ging war jetzt relativ schnell. Krakenkrieg. Was das? Krakenkrieg. Ja, spielen wir das nochmal. Das, Zeitrennen. Das muss ich spielen. Sorry. Laufrennen. Oder diese Rennspiele machen mir wirklich, muss ich wirklich sagen, von den Spielen am meisten Bock. Mit ein paar anderen Spielen zusammen, die Spaß machen. Aber das ist wirklich. Jacques Cousel.
Schau mal, jetzt mache ich gleich einen Cut, weil sonst langweilig würde. Aber es, da sind wir schon wieder. Bahnenkampf, letzte Runde, jawohl. Bahnkampf ist blöde. Wirklich, das Bahnkampf ist einer der Rennspiele, in der ich wirklich sagen muss, bin ich so gut da drin. Minus eine Sekunde reingescheffelt. Ah, jetzt ist, glaube ich, schon verloren, ne? Aber wir machen erstmal um. Ja, der hat es ein bisschen geboostert. Leider sind wir da jetzt. Ah, scheiße. Okay, wir sind im Moment Vierter. Also nicht wirklich so gut. Probieren wir dann mal wirklich hier oben lang. Platzt da ja nix, Könner. Oh, wir sind gut. Ah, das geht natürlich gut. Ah, scheiße. Nein! Nein! Ich war so gut! Ihr Undankbaren! Achter, ja, das war. Ich war doch so gut. Steh auf. Nein! Ihr Undankbaren, ihr seid alles so undankbar. Nein, so ein Pisser. Ohne Witz. Das schneller? Man weiß es nicht. Ja, Zehnter. Ja, weil ich werde die ganze Zeit ausgebremst. Aber so richtig. Ja, mit der 1 Sekunde leider nicht mitgenommen. Das meine ich. Ich kannte da nichts für. Ja, komm, das ist verloren. Ja, Neustart. Ich drück doch eher. Hallo. Boah, sag doch, dass ich das durchdrücken muss. Das war schlecht am Anfang. Nett von dir auf alle Fälle. Jetzt werde ich da schon wieder aufgehalten. Unglaublich. Halt dich, ey. Ach komm. Leck mich doch. Wie random? Hä? Das war nicht ganz so gut getimt. Ey, ich halte mich doch. Die ganze Zeit halte ich mich fest.
Wirklich ohne Witz. Keine Worte dafür. Was sind das für Schwitzer hier? Unbegreiflich. Ach komm, ey. Leck mich. Nochmal. Das schaffen wir. Aufs Podest. Oh, das ist so ein richtiges Kackspiel. Ohne Witz. Das ist so ein richtiges Kackspiel. Wirklich. Das ist ein Rotz. Alle Rennspiele sind Rotz. Ach komm mal, leck mich doch. Was für? Wer schubst mich denn da wirklich ausnahmslos runter? Da steht immer einer im Weg, der nicht Platz machen will. Wirklich. Gut, das war jetzt meine Schuld. Öffnet sich ein Pop-up-Fenster, ja. Nett. Das Ding ist, wenn man das nicht schafft, dann hat man sowieso keine Chance. Da kann jemand auch gleich aufgeben. Ja, komm. Ich spring gerade. Noch irgendwas triggert das da wieder. Hier, das schon wieder. Ich spring und drück dabei nach vorn. Aber nur, weil ich die Oberfläche bewege, halt, sondern lang nicht, dass ich mich selbst nicht bewege. Das hier schon wieder. Ich spring, kann da eigentlich nicht dran vorbeispringen. Nur weil sich die Fläche im Kreis bewegt, halt noch lange nicht, dass ich mich bewege. Ja, ja, sehr schön. Wer hat sich dieses Scheiß-Spiel ausgedacht? Also, ich sag mir ja schön, Leute, für Leute, die hier Rennspiele mögen, weil es doch kein Rennspiel, das ist Müllspiel ist das. Das Ding ist so, in den normalen Runden, da reicht es vollkommen, wenn man unten lang geht. Der eine hat es doch auch geschafft. Ich bin gesprungen. Ach komm, und dann treffe ich drauf. Ich treffe wirklich das Teil. Ohne Witz, ich treffe das Teil. Und dann löst es das nicht aus. Warum, frag nicht. Durch ein richtig schönes Spiel ausgedacht. Wenn richtig viele Leute Spaß dran haben werden. Es ist mir ein Rätsel. Also wirklich. Warum macht man extra? Macht man nur diese räudigen Spiele drauf? Siehste, das ist schon wieder.
Wenn ich springe, weil immer. Warum? Warum konnte ich nicht loslaufen und dann auf einmal ging das? Das ist diese Inkonsequenz der Dynamik hier. Ja, dann löse ich das auf, wenn ich komme. Ja, weil wir haben doch alle schon bessere Zeiten erlebt. Leider ist es zu spät, dieses Scheißspiel noch zurückzugeben. Ich verschwende hier meine Zeit, ganz ehrlich, ohne Witz. So ein richtiges Rotzspiel. Ist ein gutes Spiel, wenn man nicht die ganze Schwitze hätte und die nur Scheiße in Maps rannehmen würde. Warum kann man nicht einfach einen Modus machen mit nur Rennspielen? Wo es ausreicht, wo am Ende die ganze einfach suchen und am Ende hat man die ganze Zeit zusammengezählt. Ne, das erste Rennspiel, dann das zweite Rennspiel. Ist, man fliegt auch nicht raus, wenn man letzter wird, es wird einfach die Zeit zusammengezählt. Es gibt doch genug von denen. Komm, noch einfach so. Und dann ist auch kein. Dann muss man nicht immer nach dem ersten Element, wenn man da einen kleinen Fehler hat, das neu starten. Weil man hat nur einen Versuch. Aber nein, am Ende macht man sowas? Und dann nimmt man noch diese Maps dran, die so absolut random sind? Das verstehe ich nicht. Warum man. Wieder Bahnkampf, ja. Ey, es gibt doch nur die zwei oder was. Warum kann man nicht mal die coolen Maps? Dann könnte man nämlich auch Türenlauf und sowas dran nehmen. Auch dieses Ritterparcours und so weiter und so fort. Auch Rollheld. Es wird auch ein viel besseres Spiel erlebt als jetzt diese Scheiße, wo man nur reinschwitzen muss. Ist doch viel, viel spannender. Für den Spieler als auch wahrscheinlich dann für euch. Hä? Da hat sich Epic Games ja mal wieder eine richtig super Scheiß-Tricks neue Idee ausgedacht. Dann startet man auch ganz hinten, ja, weil wir sind es doch gewohnt. Den Search Chupacabra kann man es ja machen. So, und dann kommt da wieder jemand von hinten und haut mich um, aber der nächste getroffen wird. Ich halte mich die ganze Zeit, drücke ich. Lauf doch. Wirklich, ohne Witz, die ganze Zeit drücke ich diese eine Taste, dass ich mich festhalten kann. Ja, dann fall doch um. Dann fall doch um. Ja, fall doch um aus irgendwelchen Gründen. So ein Witz. Ich, was tue ich denn da drin? Ihr habt's doch alle gesehen. Ich springe wie jeder normaler deutsche Bürger auch? Nee. Funktioniert das sonst immer bei heute nicht. Wir haben gerade unseren Spaß dabei, dich zu drangsalieren. Warum tue ich mir das an? Wer hat euch ins Hirn geschissen? Jetzt bin ich nur noch Zehnter, weil jeder wieder mal Glück hat. Weil das ist halt so ein random. Also, das ganze Spielprinzip beruht ja darauf, dass so viele Versuche. Ja, drück mich runter, weil du so schlecht bist und nicht laufen kannst. Ohne Witz. Gott, play von mir. Was soll ich denn machen? Machen die das eigentlich mit Absicht?
Also, ich springe. Ich werde geboostert. Kann dafür gar nichts. Und fliegt deswegen vorbei. Echt, das ist so unglaublich. Ja, mir ist schon bewusst, wenn ich die Weiß versuche, jetzt hier weiterlaufen würde, wäre ich schneller als davor. Es bringt mir ja nichts. Hier, schau mir. Und dann hänge ich da fest und kann nichts machen. Obwohl ich die ganze Zeit auf meine Leertaste hämmere, als gäbe es kein Morgen. Ja, schubst mich runter. Du Kleiner, hat dich eine Wölfin geboren oder was? Ach, Bahn. Also, er merkt das doch. Oder? Oder merkt man es nur, wenn ich davor sitze? Dass das einfach. Das ja auch. Das ist einfach vollkommen auf irgendwelchen. Mir nicht. Das meine ich. Ich wäre da locker drauf gewesen. Ja, halt mich fest. Du ehrenloses Abfallkind. Das kann doch nur ein Joke sein von den... Ja, seht ihr, was ich meine? Nein, seht ihr nicht, weil ihr alle scheiße seid. Leck mich am Arsch. Was ist denn da ausgeschieden? Oh, wollen die meine Ohren penetrieren oder was? Eine Runde noch, weil es gerade so viel Spaß macht. Also ich verstehe es nicht, wie man solche coolen Spiele so verramschen kann mit so einem blöden Spielmodus, wo es nur ums Schwitzen geht. So, man muss ja oben lang eine Chance zu haben, aber wenn man oben lang geht, muss man halt irgendwann zurück, dann hat man halt nur ein. So. Es wäre doch viel, viel besser, so ein anderer Bahnkampf. Aber wir haben echt nichts anderes. Hätten ja irgendwie diesen Bahnlaufen da oder Rundenlaufen gemacht. Viel, viel. Es gibt so viel bessere Rennspiele. So viel bessere. Auch Zehenspitzen meinetwegen. Ist viel, viel besser. Als dieses scheiß Bahnkampf. Weil es so lang ist. Weil es so unkalkulierbar ist. Von jeglichen Leuten. Ohne Witz. Godplay, weniger gutes Godplay. Ja, und dann krieg ich den halt den Boost noch nicht. Ein Mutterficker. Dann können die mir noch nicht. Siehst du, warum landet er gerade und ich nicht? Wo wir genau dasselbe gemacht haben. Ist es dadurch schneller und kann mich dadurch runterhauen? Ich verstehe es nicht. Dieses scheiß Spiel. Ja, wunderbar. Ach komm, danke, dass jemand mir meinen Abend versaut. Ich. Vor allem der zweite 7-3. Der erste 21 Sekunden. Das habe ich bei diesem Spiel schon mal gehabt. Halt nur, wenn alles perfekt lief. Es ist natürlich halt nur so. Es muss hier perfekt laufen. Und dadurch versaut man einen so das Spiel.
Die kommen nur die Hardliner, aha, Trier rein und versaut ein so das Spielerlebnis. Also, dann auch noch mit diesen unausgeklügelten physikalischen Eigenschaften der blöden Tiere hier. Ja, öffne dich, du scheiß Pop-Up-Fenster. Ist ja nicht so, als merke ich dich nicht. Das war richtig gut von mir. Jetzt passiert das hier. Ich hab's gewusst, weil ihr alles Arschlöcher seid. Dann kannst du halt auch nichts machen. Ist mir auch ein Rätsel, wie das passieren konnte. Ist mir auch ein Rätsel, wie das passieren konnte. Warum er weiterläuft, obwohl ich weder W noch S noch A noch D drücke. Ist mir auch ein Rätsel, wie das passieren konnte. Obwohl ich auch wieder einfach den Lauf der Dinge es lasse. Das heißt, es muss so programmiert sein, dass wenn ich ganz normal da drauf komme, ich dagegen fliege. Unnötig. Ja, sehr schön. Fall halt einfach um. So ein Tier. Echt wie so ein Tier. Alter. Nur noch die ganzen ekligen. Was soll ich machen? Wer hat diese schönen Spiele so verramscht? Es ist mir so ein Rätsel. Ja, Papa, haben wir noch drauf geklickt. Ja, nett von dir, Dan. Gerade dann, wenn ich deinstalliere dieses Rotzspiel. Für diesen ein, zwei Tage, für der dieser Spielmodus hier noch da ist. Ich habe mich doch festgehalten. Warum hält er sich nicht fest? Und warum spawnt er auf einmal dort wieder, obwohl ich die ganze Zeit R gedrückt habe und mir so wertvolle Zeit wegnimmt? Hört daran, dass dieses Spiel scheiße programmiert ist, aber ist nur eine Theorie von mir. Nett von dir. Also Rennspiele schön und gut, aber nicht diesen Modus, in dem man halt alles perfekt laufen muss. So, klar, ich könnte jetzt vielleicht noch in die Top 5 kommen, aber das ist ja nicht mein Anspruch, ne? Diese, ich muss doch. Und dann fällt man auf dieses blöde Ding. Fällt man auf dieses blöde Ding. Und dann denkt man sich, ja. Alles für den umsonst. Ich verstehe es nicht. Wie man so eine Scheiße programmieren kann. Echt ohne Witz. Es ist mir so ein Rätsel. Wer sich sowas ausgedacht hat. Was ist falsch bei euch? Ist es so ein Modus super, wo es Rennspiele gibt? Nicht diese blöden Ring- oder Sammelspiele. Oder Abschweifen. Aber dann so nach Form rauszubringen. Das ist eine Beleidigung. Also ehrlich? Da hat sich mal jemand... Entweder hat da jemand einfach kein Geld bekommen oder hat sich gedacht, ja, bring einfach sowas raus. Oder jemand hat das eigene Spiel nicht gespielt. Weil es ist doch viel, viel interessanter, viel, viel besser, dass wenn du einfach auch bei alles gut bist und mit der kleinen Fehler, dann trotzdem weiter bis zum Ziel richtig durchziehst, als dann neu anfängst. Weil du weißt dann sowieso im Arsch. Das ist doch für jeden interessanter. Alter. Ey, ohne Witz. Es
ist es mir, Alter. Naja. Ich bin ja, weiß Gott, als toleranter Mensch bekannt, aber sowas? Ich hab mich vielleicht auch ein bisschen in Rage geredet. Da kommt der reflektierte Dude aus dem hinaus. Es waren jetzt 30 Minuten meiner Lebenszeit, Verschwendung. Wir sehen uns hoffentlich nicht im Leben, weil ich habe keine Lust, euch zu treffen. Wir sehen uns beim nächsten Mal aber im Video. Weil da habe ich Lust, euch zu treffen. Nein. Können wir den Kundendienst anschreiben? Huch, da sind wir ja scheiß drauf. Das lohnt sich nicht, dass ich dazu beschweren. Das lohnt sich nicht. Dazu ist mir meine Zeit zu wert. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao.